Willkommen bei CSR Automotive. Ganz neues Produkt. Heckflügel, denkt ihr, gab es ja oder gibt es ja in verschiedenen Varianten und für verschiedene Fahrzeuge. Hier ein ganz neues Produkt. Genau. Ulf, hast du selber konstruiert? Genau, habe ich selber konstruiert für mein eigenes Auto. Otto Neo Custom Facelift. Auch passen dann die entsprechenden Transit-Modelle. Und das Geile daran ist, das sind ja alles Fahrzeuge, die besonders hoch sind. Also das heißt, ich gucke von unten nach oben. Und da war es ja oder ist es ja meistens so, dass die ABS-Kunststoffteile ja einmal die schöne Oberfläche haben. Hier in dem Fall hast du dich für Schwarz-Glossy entschieden. Und dann eben die nicht so schöne. Das ist halt produktionsbedingt so. Und man konnte dann eben, wenn man von unten nach oben geguckt hat, so diese nicht so schöne und die Perfektionisten haben sich das dann noch lackiert und so weiter. Und das ist alles nicht mehr nötig. Genau. Und wie das dann ausschaut, dran gebaut wird und so weiter und vor allem wie geil es passt, das sehen wir jetzt gleich. So, dann letztendlich, wenn ihr das Paket von uns zugeschickt bekommt, dann eben einmal Spoiler. Einmal Spoiler, dann einmal dazugehörig die AWE, ein Reinigungstuch, CSR Automotive, der Gelaufkleber. Den bitte drauf machen, dass jeder weiß, wo der geile Stuff herkommt. Genau. Kann er natürlich machen, wie er wollt. Wir haben da keine Kerbe vorkonfigioniert oder sonst was, dass man da dann genötigt wird, das Ding drauf zu pappen. Aber wenn er es natürlich drauf macht, freut uns das und ich glaube, der ist auch ganz schick. Glaube ich auch. Geh mal raus. Übrigens bei dem Fahrzeug, außer ihr seid 2,25 Meter, wie die wenigsten Menschen, empfiehlt es sich, so einen kleinen Tritt mitzunehmen. Den nehme ich dann mal. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir da Dinge draufbringen. So, also wie gesagt, hier so ein Tritt ist echt nicht verkehrt. Das ist halt ein ewig hoher Wagen. Und irgendwie müssen wir ja da hochkommen, ne? Genau. Und als allererstes natürlich eine ordentliche Komplettreinigung. Und nachdem der komplett gereinigt ist, machen wir mit dem Surface Cleaner mal die Oberfläche sauber, weil nur was sauber ist, klebt da ordentlich. Ganz genau. So, da haben wir sauber gemacht und jetzt kommt der Spoiler dran. Genau. Ulf hat hier schon mal die Klebeeckenverlängerungen dran gemacht, haben wir ja euch in dem Video schon ein paar Mal gezeigt. Bei dem ist es dann besonders wichtig, eins nach dem anderen. Ja, man sollte mit dem Innersten anfangen, nicht mit dem Äußeren, sonst, naja, merkt man dann schon selber. Also meistens zu spät, deswegen, wie gesagt, macht das sorgfältig, die Vorbereitung. Weil das Problem ist, Klebeband klebt wie Sau und dann, wenn wir das jetzt hier drauf machen, dann war's das. Genau. Eine Chance. Und dann ist das Innere für immer innen. Halt. Ja, das genau. Ist halt manchmal schwierig. Dann positionieren wir den mal. In dem Moment können wir auch gleich mal die Passgenauigkeit überprüfen. Das muss, glaube ich, andersrum. Genau. Ne? So. Ein bisschen. Was ist hier? So. So in etwa, ne? Aber ihr, Herr Ulf, das ist Ihr Auto. Ja. Bitte finalen Check selber machen. Wenn der Ding nämlich dann schief drauf ist, ist nämlich dann der Chef schuld. Na, wollen genau. Wir nicht. Ja. Das sieht gut aus, würde ich meinen. Ja? Ja. So. Auch selber abziehen. Naja, klar, jetzt habe ich mir natürlich, jetzt hat jetzt keiner gucken. Bock drauf, ne? So, doch, ne, ich muss nur mal gucken, weil ich mir natürlich nicht gemerkt habe, welches ich zuerst abziehen muss. So, das hier. Und gleich auch ein bisschen drücken, ne? Ja. Wie wir denn nur gesagt haben. Ein bisschen, genau. Ich muss jetzt dahinter dann auch noch. Ich bin nicht schuld. Schief. Ja, Achtung. Sie sind ja doppelt schuld, ne? Sie haben es konstruiert. Das Auto gekauft, aber ja. Auto gekauft, dreifach schuld. Und reingepappt selber. Ja.
zweite Klebeband ab ist, dann kann man hier ordentlich. Ja, ist natürlich, also ihr müsst mindestens zu zweit, vielleicht sogar zu dritt sein. Ja. Es ist natürlich in der Höhe ein bisschen schwieriger, wie jetzt beim, beim E36 hinten an der Heckklappe rumzuwerkeln. Ne? Das ist natürlich gleich die richtige Höhe. So, pappt das da oben schon? Das, Hammer, das hält. Jawohl. Drücken wir hier nochmal nach. Und immer schön drücken. Fix und fertig. Zum Glück machen wir das zum Ende des Arbeitstages. Ja, genau, dass ich mit daheim. Der Shuttle auf einmal schön hinliegen kann auf vier Sofa Stunden, vier Tage ausfällt oder so. So. Hier ist aber auch noch irgendwie was Rotes. Ne? Ja, ja, das ist abgerissen, das wollte ich jetzt dann. Ja, hier ist jetzt auch abgerissen. Ja, perfekt. Sehr gut. Perfekt. Dann holen wir jetzt mal eine Zange. Also wenn das passiert, na? Ich war nicht schuld. 100% fest. Aber kann, kriegt man trotzdem hin, oder? Ja, genau. Ja. Da holen wir jetzt eine kleine Flachzange, oder? Ja, genau. Machen wir kurz einen Break und dann fummeln wir das gar noch weg. Herr Ulf, da haben Sie aber hier das... Das ist das Premium-Modell natürlich. Das viele kranste Ding genommen, was wir haben. Genau. Aha! Easy! Ja, Chefe wieder da. Ja, da ziehen sie selber. Ja. Vorsichtig, ne? Ja. Wollen wir lieber ein bisschen anheben? Der klebt jetzt auf der anderen Seite schon ein bisschen. Na, ein bisschen anheben, genau. Gerade wenn es um die... Ist ja klar, weil man drückt ihn ja dann fest, ne? Wenn man da drauf drückt wie ein Ochse, dann natürlich nicht so toll. So, dann hätten wir da auch. So, und jetzt richtig schön. Ich habe da drüben noch ein bisschen. Achso. Müsst ihr noch kurz rausfummeln. Und dann lieber noch nicht hindrücken. Ja, fixiert ist er jetzt über das obere Klebeband. Da kann ja eigentlich nicht viel passieren. Deswegen unten noch nicht reindrücken wie Harry, weil sonst kriegen wir das kleine Ding da nicht rausgefummelt. Das ist merkwürdig. Der hat eine unruhige Hand. Der ist völlig unterhopft, der Mann. Mal abends mit Radler probieren, das wird besser. Da kriegst du einen Radler am Morgen, den muss man aufpassen. Ja, stimmt. Radler ist kein Alkohol, jetzt bist du ja alle. So, jetzt haben wir jetzt aber, oder? Können wir drücken? Jetzt können wir drücken. Ja, der fällt einem nicht ab, oder? Das glaube ich auch. Können wir noch mal nachdrücken, also... Ja, das ist ein Gestöhne hier. Ja, aber drückt lieber ein paar Mal öfter drauf, weil jetzt ist das Klebeband noch in der Lage zu haften. Und das im Übrigen, bis die volle Kraft, Haftkraft erreicht ist, ich glaube, 4-5 Stunden laut 3M. So. Wollen wir abziehen? Ziehen wir ab. Let it shine, ja? Ja. Ich, oder? Ah, ist ein Traum. Ja, top. So. Sieht doch mega aus. Das Kennzeichnungsetikett. Vielleicht sollten wir uns einen anderen Platz dafür einfallen lassen. Es ist natürlich sehr prominent und nicht gerade schön. Ich hätte Folgendes vorgeschlagen, was das Kennzeichnungsetikett angeht. Da könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß, jeder sagt, ist ja fürchterlich, aber irgendwas müssen wir halt für den TÜV machen. Und vor allem, damit die ABI ihre Gültigkeit hat. Wir haben das jetzt so prominent extra dahin geklebt, damit ihr alle seht, dass das irgendwo auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber ich hätte vorgeschlagen, dass wir für die Kundschaft das Kennzeichnungsetikett hier am oberen Rand hinkleben. Genau, weil kein Mensch guckt sein Auto von 2 Meter Höhe an, also er fliegt permanent mit der Drohne drüber. Und wenn dann tatsächlich eben der TÜV oder der Polizeibeamte das kontrollieren möchte, dann kann er das hier oben gut machen, denke ich. Und dann haben wir hier auf der schönen Sichtseite den Aufkleber unbedingt. Also das werden wir
noch entsprechend abändern für euch, keine Bange, dann ist das eine schöne Optik. Ja, und dann aber noch gerne den CSR. Ja, einmal hier, der CSR. Equipped Aufkleber. Den hätte ich jetzt hier vielleicht zentral, oder? Ich weiß nicht, ja, doch, wie Sie halt genau. Haben. Das machen wir schön mittig hier, bietet sich an. So, das Ding hängt dran. Kurz und schmerzlos eigentlich. Wenn wir die Trägerfolie verloren hätten. Aber das passiert und wie man es halt auch dann trotzdem hinbekommt, habt ihr ja jetzt gesehen. So, hier nochmal super zu sehen, das geschlossene System. Unten Schwarzglanz, oben Schwarzglanz oder die Oberfläche, die ihr euch auch immer ausgesucht habt. Riesenvorteil, gerade bei hohen Fahrzeugen, VW-Bus, hier in dem Fall. Oder eben auch SUVs, die ein bisschen höher sind. Peu à peu entwickeln wir diese Art von Heckflügel für viele, viele andere Fahrzeuge. Schaut einfach im Shop vorbei. Und wenn ihr das Video cool fandet und den Ulf cool und das Auto und was weiß ich, dann liken und bis demnächst. Bis dann. Ciao.